Hallo, heute stelle ich Ihnen das Gloria Thermoflam Bio Professional Plus Set zur Unkrautbeseitigung zwischen Pflastersteinen vor. Viel Spaß dabei! Dies ist bereits das zweite Video, das ich zum Thema Unkrautbeseitigung mittels Abbrennen mache. Das erste habe ich Ihnen oben rechts verlinkt. Und im Unterschied zu diesem stelle ich Ihnen heute die absolute Power-Variante für den gleichen Zweck vor. Zwischen Frühling und Sommer sprießt das Unkraut, vor allem als Löwenzahn durch jede Steinfuge. Wer viele so durchgepflasterte Bereiche versiegelte Flächen rund ums Haus hat, sollte das Problem kennen. Das Unkraut strebt zum Licht und wohin man auch blickt, ist es immer schon da. Und da für mich keine Chemie in Frage kommt, bleibt nur noch das Wegflexen mit dem Rasentrimmer, alternativ mit einem entsprechenden Spezialgerät oder die offene Flamme, um die es heute geht. Dazu stelle ich Ihnen das Gloria Thermoflam Bio Professional Plus Set vor. Im Vergleich zu anderen Abflammgeräten mit einzelnen kleinen Gaskartuschen haben Sie damit die größtmögliche Power bei einer Flammtemperatur von bis zu 1000 Grad. Also, es ist kein Spielzeug und sollte mit entsprechender Vorsicht behandelt werden. Zum Kit gehört auch ein Druckminderer mit 4 Bar. Die Brennerdüse hat einen Durchmesser von 60 mm und sorgt für einen mächtigen Wirkungsbereich. Durch den 5 Meter langen Gasschlauch ergibt sich ein großer Arbeitsradius und bei einer Arbeitshöhe von 80 cm ist auch ein Gebrauch über längere Zeit rückenschonend. Die Gasmenge kann am Griff eingestellt werden und zur sicheren Abkühlung der Brennerdüse gibt es einen integrierten Standfuß. Vor dem Zusammenbau müssen diverse Kabelbinder durchgeknipst und entfernt werden. Und die Sicherheitshinweise sollten Mann und Frau natürlich auch beachten. Die Bedienungsanleitungen sind bei diesem Gerät, das für hohe Temperaturen sorgt und mit Gas betrieben wird, natürlich genau zu beachten. Der Druckminderer ist fest auf 4 Bar eingestellt und wird gleich mit dem Gasschlauch und der Gasflasche verschraubt. Der Standfuß, auf dem sich das Gerät sicher zum Abkühlen abstellen lässt, wird einfach an der dafür vorgesehenen Halterung eingesteckt. Ein sicherer Stand wird aber nur klappen, wenn der Schlauch nicht zu sehr verdreht ist. Zum Anziehen der Verschraubungen werden ein 17er und ein 19er Maulschlüssel benötigt. Zangen sind da keine gute Alternative, wenn man die Verschraubungen nicht beschädigen will. Und wer es noch nicht wusste, alle Verschraubungen haben ein Linksgewinde, wie es bei Gas üblich ist. Ich verschraube hier als erstes den Gasschlauch mit dem Brenner und anschließend mit dem Druckminderer. Propangasflaschen gibt es für den privaten Gebrauch mit einem Inhalt von 5 und 11 Litern. Auf der Flasche ist das Nettogewicht mit der Bezeichnung Tara, hier sind es 5,7 Kilogramm angegeben. Eingefüllt wurden 5 Kilogramm Propangas, was also ein Gesamtgewicht von ca. 11 Kilogramm ergibt. Mit einer handelsüblichen Waage lässt sich so einfach feststellen, wie viel Gas noch in der Flasche ist. Die Schutzkappe muss nach jedem Gebrauch wieder aufgesteckt werden. Darunter befindet sich das Ventil zum Öffnen der Flasche, das natürlich rechtsgängig ist. Aber alle Anschlussgewinde sind linksgängig, was auch für die Kunststoffkappe gilt, die ich als erstes abschraube. Nun sollte geprüft werden, ob auch die eingelegte Gummidichtung vorhanden und unbeschädigt ist. Wenn diese gut aussieht, kann der Druckminderer angeschraubt werden. Alle Verschraubungen, die so aussehen, als verlangten sie nach einem Maulschlüssel, sollten auch mit einem solchen angezogen werden. Bei dieser Verschraubung ist das nicht der Fall, aber ein ganz leichtes Anziehen mit einer Zange kann nichts schaden. Es soll ja dicht werden. Nun kontrolliere ich noch das Ventil am Brennergriff, ob dieses auch wirklich geschlossen ist. Um die Dichtheit der Verschraubungen zu prüfen, kommt natürlich Lexus-Spray zum Einsatz. Wobei als Alternative auch Seifenwasser und ein Schwamm im Notfall geht, aber Spray ist viel komfortabler. Unter dem Video habe ich neben dem gezeigten Gerät und einigen Alternativen auch dies für Sie auf Amazon verlinkt.
Alle Verbindungen werden nun mit dem Spray benetzt, wobei sich dann, wenn eine Undichtigkeit vorliegen sollte, Blasen zeigen. Also mit dem Spray kann man nichts abdichten. Es lassen sich lediglich Undichtigkeiten finden. Das wird oft falsch verstanden und siehe da, schon sind hier auch Blasen zu sehen. Na, so ein Glück, dass ich es geprüft habe und nachdem die Verschraubung angezogen ist, ist sie nun auch dicht. Einen Fehler zu machen ist nicht schlimm, aber er soll danach korrigiert werden. Gut, jetzt gebe ich Gas und entzünde die Flamme, damit der Spaß auch bald losgehen kann. Die richtige Power entsteht dann beim Drücken des Hebels, der natürlich beim Entzünden keinesfalls gedrückt werden sollte. Endlich kann es losgehen und der erste Löwenzahn bekommt die volle Aufmerksamkeit des Brenners. Nach ein paar Sekunden unter der Flamme werden auch die tiefer liegenden Wurzeln ausgetrocknet, was ein Nachwachsen hemmen sollte. Das geht bei dieser hohen Temperatur schneller und effektiver als mit Geräten mit kleinen Gaskartuschen. Vor allem ist es fast mühelos und hinterlässt kaum Rückstände im Vergleich zum Abflexen mit dem Rasentrimmer, wobei auch die Wurzel unbeschädigt bleibt. Nur noch ein paar Impressionen zum Einsatz des Gerätes. Insekten und auch andere Tiere sollten dabei natürlich mit Rücksicht auf das eigene Karma unbehandelt bleiben. Soweit also mein Video zum Zusammenbau und Einsatz des Gloria Thermoflam Bio. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung und ein Abo. Und wenn Sie die Glocke betätigen, verpassen Sie auch kein Video mehr von mir. Ich verabschiede mich nun bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.